Ich war mal mit Hilde auf der Esoterikmesse. Wenn ihr mal Bekloppte treffen wollt, geht auf so eine Esoterikmesse. Dagegen sind die Jungs von diesen Star-Trek-Treffen harmlose Spinner. Geht mal auf eine Esoterikmesse, da versammelt sich alles, was sich mit der armen Seele auseinandersetzt. Ich war gerade in der Garage, meinen Rasenmäher am kaputt reparieren, stand Hilde plötzlich, sagt, komm Paul, wir gehen auf die Esoterikmesse. Esoterika, weiß ich noch. Wir kommen an, schon am Eingang, so eine ganz merkwürdige Frau. Ne? Von Weitem sah sie aus wie so ein Garderobenständer, der mit Batiktüchern zugehangen war. Oberlippenbart, ganz komisches Mädchen. Ich sag, Hilde, können wir auch einen anderen Eingang benutzen? Nein. Wir kommen also näher. Ich gebe mein Ticket ab. Da packt die Frau mich am Handgelenk. Greift in ihre Tasche und holt so einen kleinen, lilafarbenen Stein raus. Und sagt zu mir, das ist ein Amethyst, mein Freund. Der ist gut für Selbstbewusstsein. Wie willst du denn darauf reagieren? Hä? Ich wühle in der Tasche, sag, hier hast du eine 15er Mutter, die scheint dir zu fehlen. Ja, was willst du denn da machen? Schlender mal. Schlender mal über so eine Esoterik. Nur Bekloppte, nur Bekloppte. Ich musste mal wieder. Treffe ich auf so eine junge Gruppe Pädagogen. Pädagogen, Therapeuten. Ich sagte zu dem einen, Entschuldigung, weißt du, wo die Toilette ist? Sagt er zu mir, ich weiß das, aber du musst es ganz alleine rausfinden. Was soll das denn? Nur Bescheuerte. Nur Bescheuerte. Der andere. Der andere lief die ganze Zeit mit so einem Pendel rum. Ich folge dem Pendel, ich folge dem. Das Pendel weist mir den Weg. Das Pendel weist mir den Weg. Ich sage, ja, da kommt die A5. Du bist auf dem richtigen Weg. Geh mal schön weiter gerade. Nur Bescheuerte. Nur Bescheuerte. Feng Shui. Feng Shui. Ich stehe an so einem Stand und guck mir irgendwelche Pülverchen an, steht so ein Heini neben mir, macht, hey, nicht erschrecken. Ich sag, nicht erschrecken, ich hätte dir fast den Kopf abgehauen, nicht erschrecken. Ich mach Feng Shui. Irgendwas in deiner Wohnung stört auch dich. Ich sag, Hilde, steht zwei Stände weiter. Ja, der, irgendwas hat's. Warum spricht er mich denn an? Ja.